Oh, gut. Die Einführungsfeier ist noch im Gang. Ich bin kein Experte. Doch, das scheint angemessener. Nun, ich muss das Medaillon schnellstens untersuchen und dem Ministerium Bescheid geben. Ich muss Ihnen von George erzählen und Sie vor Renrock warnen. Ich bitte Sie, dass wir alles, was vorgefallen ist, für uns behalten. Natürlich, Sir. Danke. Bereit für die Einführungsfeier? Phineas Nigellus Black. Gleich treffen Sie den Schulleiter. Fig, schön, dass Sie auch hier sind. Die Einführungsfeier ist vorbei. Es gab Komplikationen. Komplikationen? Nun, das Koboldproblem scheint... Kobolde, ich habe keine Zeit für Gerüchte, Fig. Und bald reißt auch mein letzter Geduldsfaden. Wenn Sie Glück haben, bekommen wir Sie heute Abend noch einem Haus zugeteilt. Ich melde mich. Professor Weasley, noch jemand für die Auswahl? Willkommen. Sie kommen gerade recht. Bitte setzen. Ah, ja. Du bist etwas älter als die anderen, nicht wahr? Du hast bereits gewisse Vorlieben und Vorstellungen. Bestimmte Erwartungen. Ich freue mich, die Professoren zu treffen und eine Menge in Hogwarts zu lernen. In der Tat. Hogwarts hat motivierten Schülern viel zu bieten. Und was du im Unterricht lernst, bereitet dich auch auf Herausforderungen außerhalb des Klassenzimmers vor. Interessant. Ich spüre etwas in dir. Einen gewissen Sinn für... Was ist es nur? Ist es Ehrgeiz? Es mag engstirnig wirken, aber es ist wichtig, im Leben ein Ziel zu verfolgen. Interessant. Du hast vor kurzem erfahren, dass du eine seltene Fähigkeit besitzt. Ich spüre wachsenden Ehrgeiz. Ein Streben nach Macht. Vielleicht gehörst du nach Slytherin. Du gehörst nach Slytherin. Oh, und eine Sache noch. Aufgrund der unglücklichen Verletzung im letzten Finale wurde die Quidditch-Saison für dieses Jahr abgesagt. Ruhe! Fliegen allgemein ist ja nicht verboten. Aber bringen Sie mich nicht dazu. Sie sollen sich auf Ihre akademische Zukunft konzentrieren und haben vor Unterrichtsbeginn morgen gewiss genug zu tun.
Ich sagte, dass Sie vor Unterrichtsbeginn morgen gewiss genug zu tun haben. Was für ein Auftritt. Schön, Sie kennenzulernen. Professor Weasley, bringen Sie unseren Neuzugang bitte zum richtigen Gemeinschaftsraum. Aber natürlich, Sir. Wie ich sagen wollte, ich bin Professor Weasley. Sehr erfreut. Ganz meinerseits, Professor. Als stellvertretende Schulleiterin gebührt mir die Ehre, Sie zum Gemeinschaftsraum zu führen. Hier entlang. Schüler steigen normalerweise nicht als Fünftklässler ein. Dürfte nicht einfach werden. Aber Sie sind sicher bereit dafür. Ich kann recht einfallsreich sein. Das dachte ich mir. Das ist der Eingang zum Slytherin-Gemeinschaftsraum. Um einzutreten, müssen Sie nur das richtige Passwort sagen. Aspiration. Nun denn. Aspiration. Sehr gut. Nun, gehen Sie rein und schlafen Sie gut. Morgen ist ein großer Tag für Sie. Ich hole Sie morgen vor der ersten Unterrichtsstunde hier ab. Danke, Professor Weasley. Gern geschehen. Genießen Sie Ihre erste Nacht auf Hogwarts. Gute Nacht.